Jungfrau, Hallihallo, November 2024, Jungfrau, was ist bisher in deinem Leben geschehen? Was hat sich bisher bewahrheitet? Was hat sich bisher noch nicht gezeigt? Was ist das, was du vielleicht noch nicht sehen konntest, wolltest oder solltest? Okay. 30 Minuten Notfall-Expresslegung. Schreib mich an, bekommst du am gleichen oder am nächsten Tag einen Termin von mir. Alle anderen Legungen und zielorientierte Therapien, schreib mich an und ich schaue mal, wie ich das zeitnah schaffen kann. Okay? Jungfrau, wichtig ist aber jetzt diesen Monat, im Monat November, das kriege ich energetisch schon rein, der Blick nach innen, die Ehrlichkeit, die Kommunikation mit dir selber. Okay? Im Monat November geht es viel um dein Sein. Das heißt nicht um deine Projekte, deine Ziele, deine Sexualität, sondern dein Empfinden, dein Fühlen. Viele Jungfrauen, denk dran, ich bin auch Jungfrau in Aszendenten Fische und im Mond Wassermann. Okay? Viele haben Gedankenkarusselle, möchten gerne was äußern, haben Gespräche, ja, die sie führen in Gedanken mit jemandem, aber bringen sie nicht zum Ausdruck. Und hier heißt es wirklich, in diesem Monat November ist es wichtig, dass du dich zum Ausdruck bringst, ja, über deine Gefühle redest, über das, was du denkst, immer wiederkehrende Gedanken, zum Beispiel zu sagen, ich höre Stimmen, ja, obwohl keiner im Raum ist, oder du hast einen Streit mit jemandem. Und du möchtest ihm gerne die Meinung sagen, aber bist noch nicht bereit, weil du dich einfach zurückhältst, ja? Aber du fährst ein Kopfkino, wo du einen kompletten Dialog hast. Egal, welche Klärung du hast, ob du 20 bist, ob du 40 bist, 50, 56 oder 70 bist. Diesen Monat heißt es, die Kommunikation ist wichtig, um eine Klärung reinzubringen, ja, aber vor allen Dingen für dich, für deine Gefühle, für deine Emotionen, für dein Leben, für deine Freiheit, dass du entspannter leben kannst, dass du freier leben kannst und dass du dir auch die Zeit nimmst, um dich zurückzuziehen, wann immer es für dich wichtig ist, weil der Blick nach innen heißt, es gibt eine Heilung, die hätte kommen müssen, die aber noch nicht vollzogen werden konnte und die im Monat November alles verändert. Außerhalb dessen redet diese Karte auch von einem Mittelweg zu finden. Alles andere auch zu klären mit anderen Menschen, ja? Also viel Kommunikation wird hier wichtig sein im Monat November. Wir schauen mal, wie wird es unserer geliebten Jungfrau-Energie im Monat November gehen? Wie, ja, die Kohle wird schon mal ein Thema sein. Guck mal, das kriegen wir auch rein, ja? Kohle wird wichtig sein. Wie wird es unserer Jungfrau gehen? Ja, hier. Okay, du kommst in den Flow der Flöhe. Du hast die Möglichkeit, Sachen zu verändern nach deinem Ermessen. Neubeginne hier, guck mal, super geil. Also Willensstärke, Kraft, Ansehen, Erfolge, Disziplin, ja, du bist im Gleichgewicht, du kommst ins Gleichgewicht. Also mega, mega, mega geil. Das finde ich schon mal schön. Aber was ist die Herausforderung? Die Herausforderung wird sein, Gespräche zu führen, in der Ehrlichkeit zu sein und auch das, was kommt, aus dem Vertrauen her anzunehmen. Weil unten im Kartendeck haben wir hier, ja, die drei der Stäbe, die heißt, treffe eine Entscheidung, egal welche. Entscheidung heißt Spinat oder Spaghetti. Ja, gehe ich zum Arzt oder gehe ich nicht zum Arzt, rede ich oder nicht rede ich, kaufe ich oder nicht kaufe ich, egal welche Entscheidung es ist. Ja, ziehe ich mir heute eine rosa Unterhose an oder eine rote. Also es ist egal welche Entscheidung. Es geht sich nicht mehr um dramatische Entscheidungen. Können auch Kleinigkeiten sein. Okay? Und hier heißt es, egal welche Entscheidung du triffst, du wirst es richtig machen, weil du wirst es konkretisieren und du wirst hinter dieser Entscheidung stehen. Also manifestiere alle deine Wünsche, manifestiere alle deine Ziele, manifestiere, weil alles kann sich zum Guten wenden oder alles kann nur gut sein, wenn du es manifestierst und einfach dahinter stehst, was du wirklich möchtest. Okay? Wir haben Krebs, Fische, Skorpione, Stier, Jungfrau, Steinbock und Löwe, Schütze, Widder, ganz markante Energien hier. Okay? Also, das heißt, wie wird es dir gehen? Es wird dir gut gehen, wenn du das Vertrauen dir gegenüber so stark hast, dass du nicht enttäuscht werden kannst, wenn dich jemand anders enttäuscht. Ja? Das heißt also, es wird wichtig sein, dass es dir gut geht. Es wird wichtig sein, Sachen zurückzulassen, einen Ort zurückzulassen, einen Menschen zurückzulassen, einen Kleidersack zurückzulassen, was auch immer. Aussortieren, zurücklassen, ja, Türe auf, wir machen was Neues. Beruflich wirst du eine neue Herausforderung bekommen oder einen neuen Blickwinkel von einer Situation. Okay? Es wird eine emotionale Gleichgewichtsenergie kommen, wo du mit
diversen Energien spielst, mit Geld spielst, ja, kaufe ich oder nicht kaufe ich, investiere ich eine Legung oder nicht, kaufe ich mir die Klamotten oder nicht, du wirst ein bisschen jonglieren. Es wird dir gut gehen in Finanzebene, es wird dir gut gehen in beruflicher Ebene, es wird dir gut gehen in der Ebene wieder Vertrauen zu finden, Mut zu finden, ja, oder du bist eine Jungfrau, die alles auf den Kopf haut, ja, die alles rauskackt, ja, die keine Rücksicht nimmt, die einfach nur sagt, Torrens, das bin ich und so bin ich, entweder willst du mich oder nicht, ja. Das heißt, hier gibt es ganz viele tolle neue Lebensphasen, die dich beeindrucken können, wenn du bereit bist, das zuzulassen. Und es ist ganz egal, ob du 40 bist, 50 bist, 57 bist, ganz egal, okay? Das Schöne ist hier, wir haben auch die Möglichkeit in der Gefühlsebene mit Kindern, eine Geburt steht vielleicht an, ja, eine Versöhnung mit Kindern oder du bist mit jugendlichen Energien viel zu tun oder hast viel zu tun, vielleicht bist du noch ein jung gebliebener Mensch, okay? Aber vor allen Dingen ein Sohn hat hier eine Priorität, aus welchem Grund auch immer. Ein Sohn, ein Enkel, eine junge männliche Energie wird hier nochmal eine Hauptrolle spielen können. Wichtig ist aber auch zu sehen, dass du als Jungfrau geborene eine gewisse Ausstrahlung hast. Du wirst sehr ausstrahlend sein. Du wirst schön sein, das heißt hübsch sein, attraktiv sein. Du schaust vielleicht im Spiegel und denkst so, Alter, was habe ich, Augenränder, ja, bis zu den Brustwarzen. Aber jemand anderes auf der Straße sieht dich und denkt so, wow, sieht die heute toll aus. Wow, ist das eine hübsche Frau. Das heißt, dein Eindruck von dir selber könnte ein anderer sein, wie das, was du auf die Außenwelt ausstrahlst, okay? Und hier sieht man, dass du bis Mitte, Ende des Monats in eine ganz andere Frequenzbereich kommst, dass du auch bewusster lebst, dass du auch freier lebst. Aber wie gesagt, wichtig ist hier, zum Ausdruck zu bringen, was zum Ausdruck zu bringen ist. Also ich sehe dich als eine sehr gute Jungfrau, als eine Jungfrau, die sich darauf fokussiert, das Richtige zu machen für sie, für ihre Familie. Eine Jungfrau, die immer aufopfernd ist, eine Jungfrau, die manchmal über die Stränge schlagen kann, ja. Eine Jungfrau, die sich manchmal ein anderes Leben wünscht, ja. Eine Jungfrau, die auch sehr viel Aufmerksamkeit will, ja. Aber auch eine Jungfrau, die sagt, Alter, bis hierhin und nicht weiter. Die Vorsichtsmaßnahme, die wir hier haben, ist, ja, einfach nur, egal was in deinem Leben in diesem Monat sich noch nicht gegeben hat. Auch nicht im Monat Oktober, auch nicht im Monat September, auch nicht im Monat August. Ja, sagen wir mal, von deinem Geburtstag an bis jetzt hat sich vieles noch nicht gegeben. Heißt das, es ist eine Entwicklung in deiner Persönlichkeit, es ist eine Entwicklung in deinem Außen, es ist eine Entwicklung, die immer mal wieder stagniert und weiter nach vorne geht. Es ist aber auch so, dass du abhängig oder vielleicht eine Situation zu sehr abhängig machst von einer anderen Person. Ja, viele von euch Jungfrauen, gerade die Jungfrau-Männer, sind so stark in ihrer Männlichkeit, aber auch gleichzeitig wieder so schwach in ihrer Umsetzung. Also das heißt, wir haben hier für unsere Jungfrauen Männer die Aufforderung, bleib in deiner männlichen Energie und zeige, was in dir steckt, ja, aber übertreibe nicht. Und für die Jungfrauen Frauen, zeige deine Sinnlichkeit. Es kommt Heilung rein, Hoffnung rein, Spiritualität kommt rein, ja, Bewusstseinsebene. Was für dich kommt, sind viele Momente des Aufwachens, Momente, wo du Gespräche führst, Momente der Versöhnung, Momente der Erleuchtung, Momente, wo jemand dich aufsucht, ja. Ein Mann sucht dich auf, wenn du eine Frau bist, okay. Wir haben nämlich die Jungfrau Steinbock hier, der jemanden aufsucht, einen Mann, der was zeigen möchte. Und wir haben eine Frau hier, die einem Menschen erstmal den Rücken kehrt, aus Verletzung, aus Starrsinn, aus was auch immer, okay? Aber Klärung wird hier kommen müssen. Was ich sehr schön finde, ist einfach, dass die Zeit der Trennung, die Zeit des Zurücklassens, die Zeit der ganzen Verzögerungen für unsere Jungfrauen im Monat Oktober schon angefangen haben, sich zu lösen. Aber im Monat November wird es ein wunderschöner Monat werden können, immer und dann, wenn unsere Jungfrau auch bereit ist, aus der Liebe zu agieren oder weiter aus der Liebe zu agieren, der Liebe eine Chance zu geben, ja, nicht ihre Kraftreserven aufzubrauchen, sich auf sich zu konzentrieren, die Ruhe zu gönnen, die sie braucht, und in der Liebe die Frequenz anzustreben, die auch wichtig ist. Singles, Alleinerziehende, ältere Generation, zukünftige Wege werden sich bereits im Monat November aufzeigen, Jungfrau. Singles, Alleinerziehende, Witwe, ältere Generation, die ihr gar keinen in eurem Leben habt, ja, hier geht es darum, sei nicht zu hart mit dir. Ja, spring nicht von einem zum anderen. Lasse die Zeit erstmal ein bisschen verstreichen. Wenn du bereit bist für eine Liebe, kommt ein Magnetismus mit einer Person
wo wir sagen, eine neue Liebe entsteht, eine neue Liebe kreiert. Ein Magnetismus ist unaufhaltsam. Also hier kann es um alles oder nichts gehen. Aber nur, wenn du ehrlich bereit bist. Ja? Wenn du noch nicht bereit bist, lass die Sachen langsam angehen und wir gucken mal, wie weit du die Türen öffnen kannst im Monat November. Dreieckskisten, ja, Dreieckskisten, ihr werdet viel wieder in eure Partnerschaft zurückgeworfen werden. Zwar bleibt die Dreieckskiste bestehen, aber viele bleiben bei ihrem Partner, ihrem Partnerissen drin. Also die Dreieckskisten werden sich nicht zeigen als ich liebe dich, ich heirate dich, wir beide bleiben zusammen, sondern der Ex-Partner, die Partnerin wird hier, oder die aktuelle Partnerin, aktueller Partner wird hier einen großen, einen großen Wert haben. Also man kann hier an eine Versöhnung denken, mit der bestehenden Partnerschaft sozusagen. Okay, jetzt hat es auch noch geklingelt, aber ich mache nicht auf. So, die Dreieckskisten haben wir schon, die Partnerschaften auf Distanz. Hier geht es darum, vertraut einander. Ja, werft euch nichts vor, sondern vertraut einander. Es ist wichtig, hier alles zu klären, was wir am Anfang gesagt haben, was zu klären ist, weil es geht viel um das Vertrauen. Okay? Die Partnerschaften, hier heißt es, bleibt in der Geduld. Ja? Ihr seid selig miteinander verbunden, ihr habt einen guten Flow, auch wenn ihr gerade distanziert seid, auch wenn ihr gerade Probleme habt, auch wenn es gerade ein bisschen stressig ist. Macht euch nicht so viele Gedanken. Okay, es gibt nichts, was ihr nicht regeln könnt. Für die, die in eine Trennung kommen werden oder die, die sich getrennt haben oder getrennt sind, hier ist es halt einfach wichtig, dass ihr wisst, die Liebe hat viele Komponenten und die Liebe hat viele Wege, die man geht. Ja? Die Liebe zeigt sich auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und hier ist es einfach wichtig, rettet nicht die Liebe, rettet nicht euch selber, sondern seid einfach füreinander da und hört zu. Es geht sich nicht ums Retten, sondern es geht füreinander da sein, auch das Vertrauen wieder zu gewinnen. Nicht die Trennung ist das Ziel, sondern das gegenseitige Vertrauen und Verständnis ist das, was euch natürlich nach vorne bringen wird. Okay? Ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe, Jungfrau, und ich hoffe, dass diese Legung euch weiterhilft und gibt dem Leben und die Liebe die Farbe, die euch glücklich macht, weil das Leben ist es wert, die Liebe ist es wert und ihr seid es wert. Von mir aus alles Liebe. Bye.